Hallo meine Lieben und willkommen mal wieder zu Gothic Cry. Bin mal gespannt, ob die mich hier oben noch hassen mögen oder nicht. Ich habe gerade mal ein paar Pflanzen rundum eingesammelt, da hinten überall. Und Ich brauche Ruhe. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Da kann ich ihn Was? gewinnen. Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Pass mal auf, machen wir mal so. Ich speichere jetzt hier mal. Gleich zu Anfang natürlich, müsst ihr wissen. Ich nehme mich mal voll hier mit. Mit dem Gefresse. Plus 1% Lebensenergie, das bringt mir nichts. 10%. Machen wir auch hier mal so ein bisschen. Haben wir noch irgendwas, was mich pushen eher? Aber dann machen wir mal kämpfen. Ich will. Wenn du es schaffst. Okay. Dann Leute, es gibt einen Kampf! Oh no. Na, jetzt ich. Und. Ah, shit, war er schneller? Nein, 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 nein. Halt. Halt, nein. Nicht schnell speichern. Hier, da. Shit. 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 Knapp. Ich muss ein bisschen üben, dieses Blocken, das gefällt mir. Ich muss irgendwie, ich weiß nicht. Selbst wenn man mal blockt, macht das nicht. Ah, halt, erst aufladen. Können wir so machen, ne? Geht das auch so? Ja, 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 ja. Komm her. So haben wir. Dann machen wir mal einen einfachen Gegner. Mach mal. Gerne. Was? Und zack. Zack. Ja, zeig mal. Lol. Komm schon, den schaffst du. Und hieb. Daneben. Guter Treffer. Alter, ich hab doch geblockt. So wie jetzt hier. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. Sehr schön. 1000 Erfahrung, Alter. Und ein Schädelschild. War aber auch knapp, obwohl ich geblockt habe. 1000 Punkte Ruf und alles erhöht und hast nicht gesehen. Da lasse ich doch mal einen Daumen hoch, gefällt mir. Das ist eine ordentliche Summe. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Nächstes Mal. Es wird kein nächstes Mal geben, mein Freund. So, ich überlege jetzt gerade. Nee, überlege ich nicht. Komm, wir machen weiter. Ich komme gerade bloß. Ich habe ja aufgenommen, das Schädel. Schädelschild. Ja, das ist stärker. Abgenutzt? Scheißegal, das ist stärker. Und danke nochmal fürs Ding. Du hast gewonnen. Ja. Aber dein Gegner, wenn du willst, schick. Ja, gib mir Gegner. Gib mir. Du willst. Du wirst gegen mein. Geh. Leute, es gibt einen Kampf! Ah, schade, ich dachte, er läuft eben noch in die Waffe rein, aber und. Ah! Schade. Lol. Stärke erhöht, Ruf erhöht. Und so weiter, alles. Und Level up, Alter. Easy. So, jetzt gehe ich jetzt mal rum. Ich spreche die nachher nochmal an. Ja, komm, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Es gibt keinen. Ich bin der Champion? Lol. Oh, beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Sportgeschäft. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ah ja, gut. Ist genauso stark wie jetzt meins. Gut, dann geh mal her. Gut gekämpft. Mach hier keinen Ärger, klar? Halt! Keinen Schritt! Wir wissen nicht, ob wir. Hätte. Ah, wir wissen nicht, ob wir vertrauen können. Alles klar, noch ein bisschen und dann ist gut. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ein paar Heilpflanzen. Und ich sage, wir haben die Banditen. Oh, da hinten, wenn du weißt. Auf der Karte, da hinten geht's noch hin. Das sieht so dicht aus eigentlich, aber. Guck mal auf der Karte nicht, und dahin geht's noch. Ah, es ist wirklich scheiße riesig, das Ganze. Ich habe Angst. Komm, ich speichere lieber jetzt. Doppelt. Das ist in diesem Spiel nun mal so.
Und sagt er wieder, ich beklaue euch. Ich kann auch mal reingucken. Aha. Gehen wir mal auf den Leuchtturm. Wow, wow, wow. Ja, das ist doch mal eine Höhe. Ist aber nichts, was ich mitnehmen kann. Alter. Oh, oh. Da wird einmal schlecht. Nichts. Auf so einem hohen Punkt und dann nichts. Halt! Ja, ich gehe schon nicht weiter. Alles gut. Wolfsfell. Sauber. Sauber. Pflanze. Speer. Du musst weiter. Ja, ja. Befürchte ich auch. Lagerfeuer. Habe ich überhaupt Fleisch aufgenommen? Was kann denn schon groß passieren? Nö. Aber jetzt muss ich ja erstmal die Wolfsjagd in Angriff nehmen. Und was labert er hier noch? Du Mistkerl. Das wäre dann gut. Kümmere dich besser um deinen Kram. Oh, yeah. Wenn ich hier reingehe, was passiert? Gar nichts. Ein Waffenbündel, okay. Kann ich. Helebarde? Helebarde. Kann auch gleich einfach die Waffen klauen. Ey, das ist. Na egal. So, hätten wir. Huch. So, ey, und merkt ja immer, dass er nichts zum Kämpfen hat und Arena alles. Huch. Warst du das? Nee. Du, ne? Komm, wir gehen jetzt Banditen jagen. Lass uns. Ha! Die Sau muss irgend. Sag. Komm mit. Komm. Dann wollen wir mal. Ah, der sieht gut ausgestattet aus. Ah, du nicht, geh weg. Noch Wolfsfell da oben. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle. Acht. Nee. Das ist noch nicht das, was ich brauche. Scheiße. Hm. Ich sehe aber auch kein. Ah, hier. Neun. Die sind so versteckt. Also, wer versteckt denn hier solche Wolfs? Wo? Nee, 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 nee. Hier drin? Echt? 10 Wolfsfälle, ich glaub's nicht. Ich hab gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die. Ich so. Wo ist das Problem? Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Mach ich. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Nein. Sie ist noch nicht zufrieden, kann man unterrichten. Ach ja, hat er noch gar keinen Sinn. Wobei, doch. Stark. Nur weit. Stark. Stärke, du Stärke. Du hast nicht genug Gold dabei. Oh, lol. 1900. Na. Shit. So. Alles gebracht. Was willst du? Mal. Mach dich nützlich, Morra. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Ja. So, dann husche ich mal schnell durch mit dem anderen. In die Wolfsfälle bringen. Vielleicht können wir dann ja sogar zusammenjagen. Das wäre natürlich total geil. Hier. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Natürlich. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Bitte. Wildjäger. Das Fell abnehmen natürlich am geilsten. Warte mal, Felljäger, das ist doch hier. Genau. Warte mal. Okay, Wildjäger. Der Held macht doppelten Bogenschaden gegen Wildtiere wie Hirsch und Wildschwein. Ah, ein großer Wildjäger gegen Raubtiere. Also aller Art. Orkjäger macht zusätzlich einen Bogenschaden, okay. Lautloser Jäger. Da kannst du ja ein Wildtier heranschleichen, Tierfälle nehmen. Ja gut, wie weit habe ich an Jagd geschickt? 102, ne? Meh. Such einen Sklaven. Ich suche einen Sklaven. Sehe ich aus? Er heißt Harek. Also an meiner Hütte ist keiner vorbeigekommen. Wahrscheinlich ist er immer noch in der Nähe der Stadt. Okay, also da hinten irgendwo. Was jagen.
Zeig mir, wie ich Wildjäger werde. Du musst vorsichtig sein. So. 1000 Gold habe ich mal wieder nicht. Verkaufen wir ihm mal was? Lebarde, kann alles weg. Alles, was wir nicht brauchen. Schilde. Haben wir viel zu viele. Weg. Wollt das gleich tauschen. Siehste? Bring mir. Dazu bist du noch nicht bereit. Gut. Ach, shit. Das wird alles insgesamt noch nicht reichen. Auch ein Bogen. Da sind noch mehr von den Biestern! Was? Ach, jetzt geht auf einmal ab. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, ist klar. Mit einem Hieb macht er mich wieder platt hier. Ich werde niemand vermissen. Er ist ein Bengel. Der wird niemand vermissen. So, ich mache ganz schön mehr Schaden als er hier. Das ist der obertolle Jäger hier. Gucken wir nochmal an der Quest. Töte alle hungrigen Wolfsrudel. Okay. Gucken wir mal. Ah, hier können wir beten, ne? Ist die geschwert? Schrein. Belia. Belia. Gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Ach, halt doch die Fresse. Da muss ich wieder bezahlen. Immer wieder bezahlen. Alter, zum Beten. Habt ihr schon mal zum Beten bezahlt? Wobei, naja. Willkommen in der heutigen Welt. So, hier ist. Ah, da gibt es noch Fälle. Wie geil ist das denn? Hab ich völlig übersehen. Komm da oben. Habt ihr gesehen? Da war einer. Da ist er doch. Hä, da ist doch der Typ. Dem suchen Hakan hier, wie gesagt, hier. Hokron. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du? Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar. Ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Hier. Yeah. Klar. Hier, nimm. Super. Danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Genau. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kabdun rausgeschafft. Das ist komischerweise die gleiche Stimme wie der Jäger. Nur ein bisschen tiefer. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Komm her zum Besitzer. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Lass uns reden. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Ich bin nicht weg. Gut. Ja gut, dann kommen wir mit hier außen rum. Schön außen rum, dass er nicht gesehen wird. Ja, da kommen sie. Läuft. Ich gehe mal langsam extra hier. Oben auf dem Berg, wo man sie nicht sieht. Überhaupt nicht. Vor allem, das Dumme ist, zu ihm hier bringen, zum Jäger Jens, ne? Ich meine, da vorne ist die Stadt, das Dorf, was auch immer, und, ja. Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Alles klar, er kann eine Weile bei mir bleiben. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich mal was von dir brauche. In Ordnung. Wenigstens ein paar Tränke.
Akrobatik lernen. Ich will Akrobatik. Körperbeherrschung. Damit kannst du einen Sturz aus großer Höhe. Aber denk da. Ich bin nicht unsterblich. Okay, aber zum Akrobatik gelernt. Siehst du, das was mir wert. Das hatte ich nämlich im Kopf, dass der hier, wenn er agil ist, hier Akrobatik, er leidet weniger Fallschaden. Er kann durch einen Sturz nicht mehr sterben. Und das ist schon verflucht viel wert hier im Gothic. Oh, oh. Boom. Uah, Jungs. Hilf mir. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Hast du es gezeigt? Oh. Ein Mistvieh wenig. Easy going. Da habe ich nur noch Feuerpfeile. Scheiße. Ich möchte auch nicht kaufen. Hast du was? Zeig mal deine Ware. Gib mal her. Pfeil. Gegen. Haben wir Waffen? Irgendwas, was wir nicht brauchen, theoretisch ja so viel. Hm. Komm, Goldausgleich tauschen. Warte mal, was haben wir? Wir haben noch Bögen hier, verschiedene. Ah, ich habe schon den besten ausgerüstet. Ah, okay. Nee, er soll keinen Feuerfall nehmen. Bolzen. Nee, lange Spitze. Die hier soll er nehmen. Dann mal ein Stück noch essen. Dann haben wir es nämlich auch weg. Haben wir kein Fleisch mehr da unten. Dann würde ich sagen, braten wir das nochmal. Ah, jetzt. Du hast nonstop was zu tun, aber das macht auch irgendwo Spaß. Du musst die vorbereiten. Das ist ja eine Wirklichkeit. Du musst die vorbereiten. Du kannst ja auch nicht sagen, ich bring mal ein paar Leute um. Na, erstmal überhaupt. Das ist so ein bisschen so dramatisch heutzutage. Überhaupt. Nee. Ja. So. Jump. Easy going. Zack. Ah, oh, ist das schön. Ist das immer schön entspannt? Lol, immer Tempo, immer Action und, ne? Dass ich. Boah, Alter. Dem hast du's gezeigt! Ach, shit. Weg da. Oh, der Hörgler wird gefetzt. Ein Mist viel weniger. So, dann haben wir die Wölfe nachher weg, ne? Vor dem Lager. Und, Scavenger liegt ja auch noch von vorhin. Und dann haben wir hier seine Aufgabe. Also, dann haben wir auch die Banditen erledigt. Und dann haben wir eigentlich schon den Ruf. Obwohl wir den anderen draußen gerettet haben. Nicht schlecht. Man muss halt ein bisschen. Boah, ein bisschen planen. Nein, geht's runter. Ich kann ja nicht mit ihm springen hier. Jetzt kackt er sich wieder in die Gurken. So, Scavenger. Kommen wir hier ein bisschen auf Augenhöhe. Und. Putz! Ein Mist viel weniger! Spannung. Oh, ein Lurker? Lull. Gut. Okay, hat er weggemacht. Einen Trank braucht er nicht, der hält auch was aus. Och, die arme Schildi. Gibt Fleisch? Ne, Lurker gibt auch nichts her. Okay. Dann gehen wir mal gucken, ob es noch ein Lurker. Da. Er mit seinem Bolzenbruch aber auch. Der Zehnte hier. Seitenhieb weg. Der hat auch nichts mehr parat. Okay. Die Küste ist ja jetzt noch nicht mehr so 20 Meter lang. So, da Schloss sehen wir. Hier ist nichts. Gut. Gehen wir unten mal lang, ob hier noch irgendwas liegt. Ne. Wir müssen also die Küste ein bisschen abgrasen hier unten. Essen wir mal schnell was. Dann würde ich sagen, machen wir auch mal weiter hier. Ja. Einfach mal die Strand absäubern. So. Ich glaube, ich sollte mich tatsächlich so ein bisschen auf den Bogen konzentrieren hier. Wisst ihr, wie stark die sind hier mit dem Bogen? Hua. Ein Mistvieh weniger.
Ist noch ein Lurker? Und putz. Alter. Dieser zweite Hieb ist immer so scheiße, man muss nur den ersten machen. Das wäre erledigt. Komm, nehmen wir mal einen Heiltrank. Dann nehmen wir mal das. Jetzt haben wir die aber alle schon mal weg. Es gibt ja auch Erfahrungen. Wollen wir mal nicht übertreiben. Und meckern. Ich gucke genau auf die Büsche, weil vorhin, dass das eine Ding hier so mittendrin war, ist nicht sauber. Juhu. Gibt auch einen kleinen Trick mit Gothic 3, wenn man zum Beispiel, ihr seht unten den Ausdauerbalken, wenn er hochgeht. Genau dann, hoch. Genau so jetzt, wenn er hochgeht, laufen. Oh, dann passiert euch nichts. Na. Ist wohl. Ach, nimm doch das Schwert. Alte Kackpratze. So, das wäre erledigt. Super. Alter, geht aber übelst mit dem Level up hier, ne? Im wahrsten Sinne. Ist da oben noch einer? Nee, aber da oben geht's hoch. Da sind die Banditen sein, oder? Da steht noch irgendwas. Den Lurker lassen wir jetzt einfach mal. Ja, komm, den lassen wir einfach jetzt mal. Aber hier lang, Jungs. Mädels. Leichen. Immer ein gutes Zeichen. Hier fühlen wir uns zu Hause. Okay, das sind also die Banditen. Und Viecher. Ah, Minecrawler. Eieieiei, Reba, die Spannung heben wir uns auf. Hehehe, für die nächste Runde. Dann machen wir die. Ich mache hier direkt weiter.